der Computer Corner zur ersten Sendung in diesem Jahr begrüßen zu dürfen. Und wir wollen euch weiterhin eine vielfältige Auswahl an Themen aus dem Computerbereich präsentieren. Wir verstehen uns da als so eine Art optischer Notizblock. Wir möchten euch Nützliches, Aktuelles, Informatives und Unterhaltsames in bunter Mischung bieten. Und wir warten natürlich auch weiterhin wieder auf Anregungen von euch, die wir einbauen können. Ihr müsst uns halt nur weiterhin so fleißig und viel schreiben. Ich sag euch zum Schluss der Sendung noch einmal unsere Computer Corner Adresse. Vielleicht legt ihr euch jetzt schon mal Stift und Papier bereit, dann müsst ihr nachher nicht lange suchen. Heute wollen wir uns in der Computer Corner mit einem Thema beschäftigen, von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Hacker, oder man kann das Ganze auch auf Deutsch sagen, Hacker. Es ist ja zu einem richtigen Sport geworden, in fremde Rechensysteme einzudringen. Und wir haben heute einen Gast bei uns, der dieses Thema Hacker von Anfang an verfolgt hat. Und das ist Herr Paul vom Landeskriminalamt in München. Und Herr Paul, welche Aufgabe haben Sie genau beim LKA? Ich bin Leiter einer Dienststelle, die für die Computerkriminalität zuständig ist. Und in meiner Dienststelle sind kriminalpolizeiliche EDV-Sachverständige, die ich ausgebildet habe. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem Themenbereich Computer? Seit 1960. Und ich habe dann dieses Hobby mit meiner beruflichen Arbeit der kriminalpolizeilichen Tätigkeit verbunden und unter anderem die Datenverarbeitung bei der Kriminalpolizei Nürnberg und später dann beim Bundeskriminalamt mit aufgebaut. Ja, und jetzt leite ich eben diese neue Dienststelle beim Bayerischen Landeskriminalamt. Inwieweit ist es denn nun wirklich strafbar, wenn man in eine fremde Datenbank reinkommt? Die Strafbestimmungen sind zurzeit noch beschränkt in diesem Deliktsbereich anwendbar. Höchstens das Bundesdatenschutzgesetz könnte man anführen, das allerdings nur personenbezogene Daten schützt. Aber ich kann mir vorstellen, was weiß ich, wenn es mir wirklich gelingen sollte, in das System einer Sparkasse oder meinetwegen der Post reinzukommen und ich lasse mal so rüberscheffeln eine 500.000 auf mein eigenes Konto, kann ich mir schon vorstellen, dass das strafbar ist. Das ist natürlich strafbar. Und das Eindringen in Datenbanken ist deswegen auch eine Begehungsweise, in der man die verschiedenen Fallgruppen der Computerkriminalität, zum Beispiel Computerbetrug oder Computersabotage oder Softwarepiraterie, begehen kann. Ich weiß nicht, Herr Paul, vielleicht haben Sie schon mal von dem Chaos Computer Club in Hamburg gehört. Die haben es sich ja nun zur Aufgabe gemacht, eigentlich des Öfteren in fremde Systeme einzudringen und prangern das dann auch ganz schön an, geben das an die Presse weiter und sagen, seht mal, so einfach ist das eigentlich, da in verschiedene Systeme reinzukommen. Was halten Sie denn davon? Also erst einmal gibt es außer dem Chaos Computer Club in Hamburg noch eine Reihe anderer Clubs. Auch wir hier in München haben eine Menge von Hackern, die sicher nicht schlecht sind. Aber jetzt zur Strafbarkeit. Wenn jemand natürlich in eine Datenbank eindringt und in dieser Datenbank Missbrauch anführt, dann ist das natürlich schon eine bedenkliche Sache. Ich merke schon, Sie haben richtig Spaß an Ihrer Arbeit. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß und herzlichen Dank für Ihre Information. Tschüss, Herr Paul. Es geht jetzt weiter gleich mit einem Spiel, das nennt sich Hacker. Und da geht es auch um die Hacker. Die können dort nämlich in ein anderes System einsteigen, ohne eben anderen zu schaden. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr wollt eine Verbindung mit einer anderen Mailbox herstellen. Und plötzlich seht ihr auf eurem Bildschirm, ihr seid in ein wildfremdes Datensystem eingedrungen. Ein richtiger Hacker wüsste natürlich jetzt sofort, was zu tun ist. Und wir haben heute einen Jungen bei uns zu Gast, der weiß auch, was da zu tun ist. Das ist der Michael. Grüß dich. Wie lange spielst du das schon? Etwa eineinhalb Wochen. Und wie weit bist du schon gekommen? Also ich habe 8 oder 7 Stücke von Dokumenten schon zusammen von 10. Also da verstehen wir natürlich jetzt gar nichts drunter, ja. Stücke von Dokumenten. Deshalb wollen wir uns das gleich mal anschauen, um was es da eigentlich geht. Und um dieses Spiel wird ja schon liegt eigentlich so ein Schleier des noch Ungelösten, denn... Keiner in Deutschland hat es bis jetzt, also die 10 Dokumente hat jetzt kann keiner... erreicht, die zu bekommen. Man weiß also noch gar nicht, welche Lösung man anschließend hat. Und vielleicht mal kurz zur Erklärung. Du befindest dich hier mit einem Roboter im Untergrund. Genau, und ich habe mir jetzt bis dahin vorgekämpft. Und ich muss jetzt im Untergrund, also in dem Tunnelsystem, muss jetzt von Stadt zu Stadt fahren. Und dort triffst du immer auf Agenten, die dir etwas Wichtiges bieten. Das kannst du nachher tauschen, um eben an die Bruchstücke dieser Dokumente heranzukommen. Mhm. Und hier hast du dich mit einem... in einem Spion getroffen, der bietet mir jetzt ein Schwert mit Smaragden besetzt an, das nehme ich und das kann ich dann tauschen mit einem anderen Spion.
dass ich dann dafür das Dokument bekomme. Also du musst vorher schon auch mal herausfinden, was nachher für dich wichtig ist, was du überhaupt kaufst oder nicht. Ja. Jetzt fahren wir mit dem Roboter wieder durch die unterirdischen Gänge, fahren die nächste Stadt an. Das wäre dann Athen. Fahren jetzt Athen an und dann tauchen wir gleich auf. Mhm. Geht's noch weiter? Und müssen jetzt mal gucken, ob da wieder ein Spion auf uns wartet. Drücke ich C, das heißt also Call, rufe den Spion, fahre entgegen. Da ist er, dunkel, der Spion, der aus der Kälte kam. Genau. Und... Und jetzt muss ich dazu sagen, du bist Grieche, jetzt kannst du uns das natürlich auch übersetzen. Was heißt das? Also fragt er mich, Dienes name prosferis ja dokumati, das heißt, was willst du mir geben für das Stück vom Dokument? Jetzt gebe ich ihm mal das Schwert da, das mit den Smaragden besetzt ist. Das nimmt er, das heißt netta toparo, ja, das nehme ich. Und was sagt er dir jetzt hier alles so? Held in Auguraste, das ist wieder Englisch. Das heißt Ancient Artifact. Artifact. Das nehme ich auch. Das kann ich dann also im anderen Spiel nochmal tauschen. Das bitte mir nochmal anders an. Und das geht eben jetzt so weiter, bis du mal alle Bruchstücke dieses Dokuments zusammen hast. Ich glaube, das sind 10 Teile. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und im Moment ist es ja eben noch recht ungewiss, wann man drauf kommt, wer nun als Erster alle Dokumentstücke zusammen hat. Und solltest du jetzt mal alle 10 demnächst zusammen haben, dann ruf mich bitte an, ich möchte auch gerne die Lösung wissen, okay? Okay, mache ich. Wir haben hier noch etwas für dich. Einmal Einführung in Basic, dann ein Basic-Kurs Commodore 64. Ich hoffe, das ist das Richtige für dich. Ja, gut. Tschüss, also. Michael. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit der Info-Ecke und Klaus hat heute auch einen ganz schön vollen Plan. Oh ja, der Plan ist sehr voll und ich möchte gleich von vornherein sagen, wenn ihr hier was nicht mitkriegt, dann beschwert euch nicht bei uns. Schreibt uns, ihr bekommt all das, was ich euch jetzt erzähle, in Form eines Merkblattes angeboten. Seid so lieb und legt 80 Pfennig Rückporto bei. So, und jetzt geht's schon los. Zuerst möchte ich euch eine neue Computerzeitschrift vorstellen, die heißt Source. Das ist in der Computersprache nennt man es auch ein Quellfile. Source ist eine Zeitschrift, die wird gemacht von Informatikstudenten der Technischen Hochschule Aachen, kostet 8,50 Mark und erscheint alle 3 Monate. Die ist sehr interessant, bietet auch einige interessante Tipps für jugendliche Freaks und Computerinteressierte. So, das Zweite, was ich euch sagen möchte, ist, dass wir das große Glück haben, einen Wettbewerb auszuschreiben, gemeinsam mit dem Bundesforschungsminister und der Redaktion der Zeitschrift CHIP. Das ist der Wettbewerb um die goldene Diskette. Da ist der Einsendeschluss der 1. März 1986. Die Adresse ist CHIP. Stichwort goldene Diskette, Schillerstraße 23a in 8000 München 2. Bei diesem Wettbewerb könnt ihr mehrere wertvolle Preise gewinnen und selbstverständlich auch die goldene Diskette. Wir hatten bereits im letzten Jahr das Glück, 2 Preisträger hier zu begrüßen, den Nils Roth und den Thorsten Bagdonat. Für alle die von euch, die schon Programme haben, kommt in die Endphase, seht zu, dass sie bis zum 1. März fertig sind und bei der entsprechenden Adresse sind. So, dann haben wir noch ein paar interessante Programme für den 128er Computer, der jetzt neu rausgekommen ist, und zwar ist das erste Programm, das ist SuperScript. Das ist ein sogenanntes professionelles Textverarbeitungsprogramm für den 128er. Das arbeitet übrigens im 80-Zeichen-Modus. Das bedeutet, dass wir es hier auf dem Fernsehmonitor ein bisschen schlecht darstellen können. Ist ja auch ein Arbeitsprogramm, dürft ihr euch nicht dran stören. Dieses Programm SuperScript ist sehr interessant, weil man damit, wie gesagt, professionelle Textverarbeitung betreiben kann. Man kann dieses Programm SuperScript verbinden mit dem Programm SuperBase. Das ist eine professionelle Datenbank, wo ihr zum Beispiel für Schülerzeitungen ganz interessant oder auch für andere Anwendungen, wenn man so Reihenbriefe machen will, Daten zusammenfassen kann, also Adressen, die dann verbinden mit Dokumenten aus dem Programm SuperScript. Und diese beiden Programme laufen, wie gesagt, auf dem Commodore 128. So, dann habe ich noch was für euch, und zwar haben wir hier einen Drucker, der hat das Prädikat sehr gut bekommen von einer großen Warentestzeitschrift. Das ist der Okimat, kostet ungefähr 880 Mark, ist ein Drucker, der durch seine hervorragende Grafik überzeugt. Das werden wir gleich mal sehen, wie das aussieht. Das ist also ein Drucker, der auch farbfähig ist. Ihr seht hier die Grafiken und die sind wirklich sehr außergewöhnlich für einen Drucker dieser Preiskategorie. Daher hat er auch das Prädikat sehr gut bekommen. Das zu diesem Drucker. Dann haben wir hier 2 Portables euch mal hingestellt. Das eine ist ein Portable, also eine sogenannte computergesteuerte Reiseschreibmaschine der Firma Canon. Die arbeitet nach dem Thermodruckverfahren, und eine Schreibmaschine der Firma Brava, die EP44. Die hat die Fähigkeit, dass man sie mit einem Interface an jeden gängigen Heimcomputer anschließen kann. So, jetzt aber genug aus der Info-Ecke und zurück zu Biggie.
Vielen Dank, Klaus. Euch ist vielleicht dieses etwas ungewöhnliche Bild hinter Klaus aufgefallen. Es gehört zu einem Grafik-Adventure, das ich euch jetzt noch zum Schluss vorstellen möchte. Es heißt Déjà-vu. Und ihr schlüpft als Spieler in die Rolle eines Jungen, dem allein es möglich ist, die Welt zu retten. Aber auf seinem Weg lauern eine Menge Gefahren, zum Beispiel tückische Sümpfe oder ein Riese, die ihn alle daran hindern wollen. Nur die Tiere des Waldes und ein Weiser, den wir eben vorhin auf dem Bild gesehen haben, helfen dem Jungen. Und die Geschichte, die beginnt damit, mit einem ganz normalen Schultag. Das heißt, der Junge steht auf, nimmt seinen Schulranzen, will zur Schule gehen, findet aber auf dem Weg zur Schule ein Buch, das er sehr wichtig ist, damit er die Abenteuer lösen kann. Nun drängt aber die Zeit, denn er muss ja zur Schule und der Unterricht beginnt. Und da warten dann noch einige Sachen. Hier sehen wir zum Beispiel das Kellergewölbe eines Schlosses. An diesem Schloss kommt man während des Spiels unweigerlich vorbei. Man muss ein Codewort nennen, um da hineinzukommen. Weiß man das Codewort nicht, dann endet man so wie dieser Gefangene eben mit Fesseln und ist man in dem Schloss drinnen. Dann kann man ihn befreien und er gibt einem wichtige Hinweise, die man für den weiteren Weg und für die Lösung des Abenteuers benötigt. Hier sind wir im Schloss, sehen einen langen Gang, rechts die Ritterrüstung. Und hier ist die Eingangshalle des Schlosses, das wir unbedingt erreichen müssen, um eben weiter das Abenteuer bestehen zu können. Und so sieht das Schloss aus, ganz ungewöhnlich. Es ist ein Pilz, in dem der Prinz wohnt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang der Geschichte. Der Junge muss ja erstmal zum Schulunterricht und dort muss er ein paar Fragen beantworten. Sonst geht eben dieses Grafik-Adventure nicht weiter. Und ich möchte euch gerne jetzt mal ein paar Fragen stellen. Mal gucken, ob ihr weiterkommen würdet eben in diesem Abenteuer. Da fragt der Lehrer zum Beispiel: Wann verfasste Martin Luther seine 95 Thesen? Und genau das möchte ich jetzt von euch wissen. 1517. Also, 1517. Wollen wir es mal damit versuchen? Gucken, wie gut ihr seid. Wann verfasste Martin Luther seine Thesen? Ja, wieder richtig, du machst dich. Nächste Frage. Wann entdeckte Christoph Kolumbus sein Westindien? 1493. Was, 1493? Gut. 1493, jetzt bleiben wir mal bei der einen. Ich nix verstehen, vielleicht habt ihr ja recht mit dem 1492. Ich probiere es auf jeden Fall. Meint ihr? Na, vielleicht sagt er wieder, ich nix verstehen. Doch, ich staune. Und das geht also so weiter. Ihr müsst hier erstmal die ganzen Schulaufgaben beantworten. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man dabei noch was lernt. Und sollte man es halt nicht wissen, nimmt man Lexikon und schlägt nach. Dieses Grafik-Adventure beinhaltet insgesamt 180 Illustrationen und das garantiert eigentlich viele spannende Winterabende. Jetzt zum Schluss, ich hoffe, ihr habt Stift und Papier schon bereit, habe ich euch versprochen, nochmal unsere Adresse zu nennen. Sie lautet ZDF Computer Corner, Postfach 4040 65 Mainz. Wir sehen uns am Dienstag in 14 Tagen wieder und dann zur altgewohnten Zeit um 16.04 Uhr. Bis dahin, tschüss.